Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie ihr sehen könnt. Da, da ist der Rino. Ihr seht auch, er hatte Stehmänner. Ja, genau da. Und ja, dazu werde ich euch gleich noch was erzählen. Ich habe ja auch tatsächlich einen Spind an der Wiese stehen, wo all mein Zeugs mit drin ist. Ich werde jetzt erstmal noch meine Schuhe wechseln. Und dann geht's ab. Ausreiten! So, meine Schuhe habe ich umgezogen. Die will ländern. Die kommen jetzt hier rein. Da steht auch schon Rino sein Futter. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie groß der ist. Der ist nämlich nicht groß, aber für die Wiesen jetzt im Sommer ist der perfekt. Das ist seine Trense. Die ist auch neu. Die muss ich gleich nochmal sauber machen. Sein neues Halfter. Da passt tatsächlich alles rein. Wo ich die Gerte jetzt habe, das ist eine sehr gute Frage. Ach nö. Kann es sein, dass die noch irgendwo liegt? Ich habe schon wieder meine Gerte verloren. Ich hole den jetzt raus. Kann ja hier erstmal noch ein bisschen Gras mümmeln. Dann werde ich den dort noch reiten. Und ja. Aber soweit passt alles gut. Putzen. Ich nehme jetzt mal alles mit. Meine Kameraführung ist natürlich wie immer beautiful. Guck mal, da ist ein Rienchen. Naja, begeistert sieht er irgendwie gerade nicht aus. Aber sieht nur davon, dass er sein Futter noch nicht haben durfte. Aber wird sich jetzt ändern. Denn ich hole ihn jetzt raus und dann kann er hier noch ein bisschen mummeln. Ich soll das Tor wieder zumachen. Nö. Spatzi. Strom ist ja sowieso irgendwie keiner drauf. Beautiful. Ich sag's euch. Meine Kameraführung. Hallo? Boah, Mensch, du siehst super motiviert aus, mein Schatz. Komm hier. Er ist ein bisschen angepieselt, würde ich mal behaupten. Ja, komm hier mit deinem Küchen. Eine Hand hier auf. Ich muss auf die andere Seite. So. Süßi. Was ein Süßi. Da er eh nicht weit weg geht. Oh. Du bist fein. Du hast da erstmal dein Müsli. Oh. Dann hole ich sowieso die anderen Sachen auch nur klettern. Er liebt sie nicht. Das war auch der Grund, warum wir leider seine Mähen abschneiden mussten. Überall hatte der Kletten. Also, er tat sich recht gut, muss ich sagen. Ich mache den dann jetzt mal fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Der kleine Mann hat echt wie Sau. Ich will echt nicht hoffen, dass es gleich anfängt zu regnen. Das wäre ich nämlich echt nicht so toll. Nein. Wer kennt diese wunderbaren Bürsten hier? Und dieser Eisenstiegel, die sind wunderschön. Ich habe den kleinen Dicky fertig gemacht
Gott, nein, 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 nicht in den Stiefel treten. Nein. Jetzt wartet er, ob er raus darf oder wieder rein. Und natürlich hat es angefangen zu regnen. Wie soll es auch sonst sein? Na, ich bringe noch schnell das Hälfte. Beziehungsweise ich lege es jetzt hier hin. Das ist jetzt so tragisch. Dann gehen wir los. Gehe ich erstmal gleich auf die Suche nach der Gerte. Die muss ja hier irgendwo sein. Licht du raus, Licht und raus. Dann gehen wir schnell. Hoffentlich ist das nur ein Schauer. Oh nö. Das, ich liebe mein Glück, wirklich. I hate it. Naja, egal. Wir gehen jetzt. Na, Pupsi, wir gehen jetzt. Ach, wir sind da. Von der feinsten Natur. Dankeschön, dass du weggehst, aber... Als? Einmal umkehren. Gehen nämlich die andere Seite raus. Nämlich hier raus. Lul. So ist fein. Ich hoffe, meine Gerte liegt da hinten noch. Sonst habe ich ein Problem. Fein. Wartest du? Wartest du? So, wir sind jetzt unterwegs. Ich gehe jetzt noch kurz meine Gerte suchen. Und dann hoffe ich, dass es gleich wieder aufhört zu regnen. Das ist immer mein Glück. Sunny beautiful. Oh ne, die liegt da nicht mehr. Wo ist die denn? Oh nö. Ich bin so ein Held. Ich verliere immer meine Gerte. Ich lege die dann wieder irgendwo hin. Und dann... Boah, Stasch. Egal. Eigentlich dachte ich, sie liegt da. Immer da, wo ich den fertig mache halt. Aber... Okay. Er ist sogar relativ motiviert. Mal schauen. Vielleicht brauche ich ja dann keine. Aber ich zeige euch jetzt mal das, die komplette Katastrophe, was mir über mir abgeht. Was war das da gerade über mir? Das kommt natürlich gezogen. Ich hoffe, 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 dass das sich ganz schnell verpieselt. Und dann... eine schöne Runde. Ich liebe mein Glück. Es fängt so stark an zu regnen gerade. Aber ich mag das Handy dafür, dass es Weitwinkel kann. Und die Stabilisierung eigentlich echt fantastisch ist. Das heißt, ich werde euch gleich auch richtig schöne Galoppszenen zeigen können. Es war heute relativ motiviert. Da steige ich jetzt auf. Der Bank. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich aufgestiegen bin, Mädchen. So, da sieht man es mal vielleicht, wie arg es regnet. Ja, Pupsi. Wo ist mir jetzt einer? Genial. Oh, erstmal schön nassen Hintern bekommen. Gar keinen Bock. Oh, doch, er ist relativ tatsächlich motiviert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie beautiful die Mähne so. So, und wie man mein Glück natürlich kennt, ist es aber regnen wie Sau. Oh Mann. Aber da hinten kommt wieder die Sonne raus, aber ich reite natürlich genau dahin, wo die fette Wolke ist. Hm. Ich liebe mein Leben super. Arino denkt sich auch gerade nur, okay, können wir dich einfach wieder umdrehen? Nee, du. Wir gehen jetzt schön weiter. Ich zeige euch mal, wie nass der schon ist. Der ist schon total sickenass. Jo. Mein Sattel ist sickenass. Ich bin sickenass. Und wir sind noch nicht mal 5 Minuten am Laufen. Aber es hört langsam auf. Aber ich reite natürlich auch. Ja, ich will die Runde gehen und ja, it is. What it is? Wenn ich nass werde, bin ich halt nass. Jetzt bin ich eh schon nass. Seht es, Leute. Seht es. Ich habe gerade versucht, nochmal nachzugurten. Klappt nicht. Immer rutschen die Sattelgurte immer aus der Hand. Egal.
Pupsebärchen. Das ist ein Cutie. Ich meine, ich kann euch jetzt mal erzählen, warum der überhaupt jetzt einen Stehmänner hat. Und zwar mussten wir im November, Mitte November oder Ende November, irgendwie so um den Dreh, mussten wir seine Mähne abschneiden, weil er durch einen Zaun gegangen ist. Und da waren natürlich ganz viele Kletten. Ja. Wie man unser Pferd ja auch kennt, der läuft als einziges wirklich durch den Zaun. Ja. Also Schopf und Anfang der Mähne weg. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt die lange Mähne noch stückweise zu lassen, sieht auch ein bisschen schäbig aus. Und ich wollte ihm schon immer mal eine Stehmähne schneiden. Früher als Kind, Mama, lass uns doch bitte mal eine Stehmähne schneiden. Und Mama so, nein, 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 das kommt nicht ins Haus. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann nehme ich jetzt aber mal die Schere in die Hand und habe abgeschnitten. Dann hat das ein bisschen nachgewachsen und ich muss dann auf jeden Fall schauen, dass ich da jetzt noch eine gerade Linie reinbekomme. Och nee, es fängt schon wieder mehr an, aber wir sind gleich am Wald. Rino, geh weiter, schneller. Und ja, ich bin so nah dran, Mensch. Leute, sag doch was. Und ich habe die Schere in die Hand genommen, die Mähne abgeschnitten. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss der Schopf nur noch wachsen und das sieht süß aus. Und jetzt sieht es auch süß aus. Ja. Ausbildung läuft soweit auch ganz gut. Ich bin ja jetzt, August komme ich ja ins zweite Lehrjahr. Und mal schauen, wie es läuft. Es ist einfach so schön jetzt nochmal. Da nochmal die Kackwolke nach. Aber die zieht zum Glück weg. Und jetzt fängt es zum Glück an, kommt die Sonne raus. Wo ist sie? Da ist sie. Kommen wir mal hier raus. What is wonderful. Ja, Schätze, Mann. Sieht so cool aus. Ich finde der Weibling-Modus beim S11. Bei dem iPhone S sieht so cool aus. Das ist jetzt eine Trabstrecke. Die werden auch traben. Wie weit? Jetzt mal kurz hier den Berg hoch. Ja, ja, schatz mal. Ja, er ist gut drauf. David, fine. Gut. Ja, das war jetzt nochmal anstrengend. Hammer. Ja, wir traben eigentlich nicht mehr so ein großes Stück. Aber das werde ich jetzt auch wieder einfinden, weil das einfach für die Kondition viel, 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 viel besser ist. Und man merkt es auch. Also er freut sich mega, dass er gerade wieder laufen kann, so ein bisschen. Ich glaube, hätte auch noch Lust, aber wir machen gleich ein kleines Galöppchen. Dann
sieht das Ganze auch wieder anders aus. Dann ist er wahrscheinlich wieder ein bisschen träge. Is it time for a gallop? Ein schneller Moment. One moment. Kurz da durchparieren. Ich ziehe auch ein bisschen lang. So schön. Schon mal schön. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Wir sind wieder auf dem Heimweg. Gerade eben lief einfach da so ein Bunny über die Straße. So ein kleines Häschen. Und ich so, hä? Sieht man den wenn dann morgens oder? Aber nicht am Nachmittag. Das ist total komisch. Auch total süß. Ich habe gerade auch einen Vogel gesehen, den ich noch nie gesehen habe. Man lernt so viel Neues einfach. Ja, ich würde mal sagen, soll ich absteigen, mein Schatz?
Hallo? Hallo? Absteigen? Nö, warum? Ich will dich noch zur Wiese tragen. Rino, so absteigen? Ah, ah. Nicht mit. Hier. Warst du ein feines Bubele? Bist du ein feines Bubele? Komm, wir gehen nach Hause. Dann gehen wir meistens das Stück noch. Oh, guck mal, wie er scheint. Ich stecke den Lippenstift. Bubele. Nicht ihr Handy abkauen. Aber. Ja, ich glaube, es hat ihm Spaß gemacht. Ich glaube, es hat ihm auch nochmal gut getan, ein bisschen zu laufen. Ja, dann zieht er immer extrem. Guck mal, wir laufen im selben Takt. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich auf der Wiese angekommen bin. Ich nehme noch sein Futter und dann frage ich mal, ob meine Mutti mich abholen kann oder ich mit dem Bus nach Hause fahren muss. Das schauen wir dann jetzt gleich mal.